Hallo und willkommen bei mir am Grill. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich vor, einen Aufschnitt zu machen, einen Bratenaufschnitt. Und er soll aber jetzt nicht einfach nur ein Braten werden, den ich im Grill schmeiße und dann nachher dünn aufschneide an der Maschine, sondern ich möchte den spicken. Und womit ich den spicke und wie es nachher schmeckt, das gucken wir uns nachher an. Viel Spaß beim Video. Ja, Zutaten. Was brauchen wir für unseren Bratenaufschnitt? Ist eigentlich relativ simpel. Wir haben jetzt hier einen Schweinenacken. Den brauchen wir dazu, auf jeden Fall. Dann habe ich hier Rinderwürstchen. Die sind geräuchert. Das sind so, wie nennen sich die, Frankfurter Rinderwürstchen oder so. Da brauchen wir welche von. Dann haben wir hier Salz, natürlich Pfeffer und Paprikapulver gemischt. Das ist edelsüß und scharf gemischt. Und wir brauchen Senf. So, als erstes widmen wir uns mal unserem Schweinenacken. Den packen wir mal aus. Und dann wasche ich den gleich mal kurz ab. Jetzt haben wir den abgewaschen und ein bisschen trocken getupft. Und jetzt nehme ich mir das Messer und schneide von vorne nach hinten so eine Tasche rein. Oder drei Taschen, sage ich jetzt mal. So tief, dass ich da diese Würstchen reinstopfen kann. Ich habe das so ähnlich schon mal gemacht. Mal gucken. Kriegen wir das Ding da reingeprofft? Okay. Die drei Dinger sind da jetzt untergebracht. Und jetzt kommt unser Senf hier drauf. Er wird erstmal verrieben. Und darum richtig schön einseifen mit dem Senf. So. So. Die Handschuhe brauchen wir nicht mehr. Es wird gepfeffert. Wird da richtig schön Pfeffer drauf machen. Ein bisschen gesalzen. Und unser Paprikapulver kommt auch noch da drauf. Ein bisschen. Dann nehmen wir uns hier so eine Schale. Und dann legen wir den da drauf. Das kommt auf die Seite. Und jetzt wird die andere Seite hier auch nochmal gepfeffert. Gesalzen. Und ein bisschen Paprika. So. Soweit wären die Vorbereitungen schon fertig. Den Grill heizt sich gerade vor. Das Ding kommt jetzt gleich so auf den Grill. Ich mache da noch ein Thermometerchen rein. Und
dann lassen wir den mal so, ja, eine Stunde erstmal drin. Mal schauen. Ich will den jetzt nur noch mal kurz so komplett einmal kurz angrillen. So ein paar Röststreifen drauf kriegen. Dazu machen wir jetzt gleich erstmal den Deckel zu. So, das Ganze machen wir jetzt hier nochmal von der anderen Seite. Gucken wir. Ja. Ah, das gefällt mir schon mal ganz gut. Ist jetzt noch nicht so heiß gewesen, der Grill. So, ich denke, das soll es erstmal genügen. Hier in die Schale habe ich jetzt erstmal noch ein bisschen Wasser reingemacht. Und jetzt kommt der komplett so auf den Grill. Na, komm. Heiß. So. Da kommt dann jetzt unser Thermometer rein. Gucken, wie wir das da so ein bisschen mittig da reinsetzen. So. Und jetzt kommt der Deckel zu. Und wir warten auf die Dinge, die da kommen werden. Ja, unser Aufschnittbraten ist jetzt im Grill. Der Grill liegt jetzt gerade so bei 120 Grad, geht noch ein bisschen höher. Und ich versuche so eine Temperatur von ja, so 160 Grad zu halten. Und ja, jetzt heißt es warten, bis ich die Kerntemperatur erreicht habe. Da denke ich mir so um die 75 Grad sollte ausreichend sein, dann sollte der durch sein. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder beim Anschnitt. Bis gleich. Tja, so kurzer Zwischenstand. Wir liegen jetzt hier so bei 57 Grad mit unserem Braten. Und so sieht er jetzt zurzeit aus. Ich hatte mir im Nachhinein noch überlegt, so ein bisschen zu räuchern. Also den Braten ein bisschen zu räuchern. Deshalb habe ich meine Räucherbox mit Apfelchips voll gemacht und habe die auf die Brenner unten gesetzt. Hab dann leider nicht aufgepasst und mir ist die Temperatur ein bisschen hochgeschoben. Und ja, deshalb ist der Braten jetzt ein bisschen dunkel geworden. Macht aber nichts, hoffe ich. Und ja, wir schauen jetzt mal. Ich habe die Temperatur im Grill jetzt runtergedreht. Der liegt jetzt so um bei 120 Grad. Und ja, wir warten jetzt einfach mal ab, bis wir unsere Kerntemperatur erreicht haben. Und ja, dann schneiden wir das ganze Stück mal an. Ich würde sagen, bis gleich. Ja, Zieltemperatur ist erreicht und wir sind fertig. Und so sieht's aus. Und ich werde mir jetzt nachher, es soll Aufschnitt werden, ja, aber wir müssen es nebenbei halt mal heiß probieren, ob es auch wirklich schmeckt. Kalt dauert jetzt, wird wahrscheinlich jetzt zu lange dauern, wenn ich es erstmal kalt werden lassen würde. Aber ich probiere jetzt mal und ja, schauen wir mal. Ja, ich sag mal so, den klassischen Mittelschnitt, den sparen wir uns jetzt erstmal. Also so sieht er jetzt von innen aus. Wenn man das so sieht, oh, der ist so richtig saftig. Ich glaube, das könnte man auch so essen. Ja, ich belege mir jetzt erstmal hier so ein paar Toastscheiben damit. Und mache ich mir so ein bisschen Soße drauf. Einfach eine Currysoße oder ja, ist halt eine Currysoße. Bisschen was drunter, bisschen was oben drauf. Man könnte jetzt noch Zwiebeln drauf machen oder sowas. Und dann kommt der Deckel drauf.
Ja, und dann ist auch schon mal Zeit zum Probieren, ne? Wollen wir mal gucken, was wir da veranstaltet haben und fabriziert haben. Oh Mann, super lecker. Kann man echt so machen. Das ist geil. Nein, das ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Diese Rinderwurst, also diese Frankfurter Rinderwurst, die hat einen schönen Rindfleischgeschmack, ein bisschen geräuchert. Ich habe den Braten dann nachher auch noch mal geräuchert, also komplett. Und es harmoniert absolut zusammen. Richtig geil, richtig lecker. Ich lasse den jetzt kalt werden und esse mein Sandwich jetzt hier noch. Dann wird er aufgeschnitten, kommt da in eine Frischhaltedose und dann kommt da so nach und nach aufs Brot. Ich denke, so mit einem Graubrot oder so kommt das richtig, richtig geil. Ich werde es ausprobieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, Abo und Glocke aktivieren nicht vergessen und schreibt Kommentare. Leute, schreibt Kommentare, ob es euch gefallen hat oder ob es nicht gefallen hat. Von mir aus auch nur ein, weiß ich nicht, ein Daumen hoch oder ein Daumen runter oder von mir aus auch den Effe. Ist mir egal. Aber schreibt Kommentare. Dann weiß ich, dass wie es euch gefallen hat und ob es euch gefallen hat und ob's, oder ob es nicht gefallen hat. Und ich kriege ein bisschen Feedback von euch. Weil davon lebt YouTube. Und ich. Naja, ich lebe nicht davon, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Also, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.